Die folgenden Nachrichten enthalten keinerlei menschenabwertendes Material. Guten Abend, liebe Lionheads draußen vor dem Bildschirm. Herzlich willkommen zu den Lionhead News. Mein Name ist Lee Leowinski. Vor ein paar Stunden ereignete sich ein Unfall direkt vor dem Lionhead'schen Konsulat. Eine Überwachungskamera konnte den Vorfall beobachten. Zwei Lionheads verletzten sich hierbei schwer. Einer von ihnen liegt seitdem im Koma. Die Schuld ist ganz klar bei dem menschlichen Fahrzeugtechniker zu suchen. Er wurde daraufhin verhaftet. Ach Quatsch! Ihr habt sie doch nicht mehr alle! Kann diesen Trottel mal jemand ruhig stellen? Lime Palace. Der Lime Palace ist heute bis auf die Grundmauern abgebrannt. Es ist nur dem Eingreifen eines mutigen Lionhead zu verdanken, dass der Bürgermeister gerettet werden konnte. Leo Löwenhardt im Interview mit dem Helden. Sie haben den Bürgermeister gerettet. Wie fühlen Sie sich nun? Das hat nach ihm sprühten so durch meine Adern. Ich könnte gerade noch 5 Menschen fertig machen. So voller Ladung bin ich jetzt. Vielen Dank für Ihren Kommentar. Ein wahrer Held, meine Damen und Herren, ein wahrer Held. Kommen wir nun auch noch zu unserem zweiten Helden des Tages. Löwe Lionheads, können Sie mich hören? Ganz fantastisch. Herr Lionheads, Sie wurden heute von einem Menschen tätlich angegriffen? Ja, es war entsetzlich, ohne ihn provoziert zu haben, griff er mich einfach an. Zum Glück hatte ich mich schon obenrum freigemacht und konnte seinen böswilligen Angriffen ausweichen. Wir haben zum Glück alles auf Band aufnehmen können, um dieses gemeine Verhalten zu dokumentieren. Diese dummen Menschen. Vielen Dank für Ihren wunderbaren Kommentar. Wunderbarer Kommentar? Dass ich nicht lache. Scheiße labert der. Absolute Scheiße. Gut so. Unser letztes Thema, Trendsport. Immer mehr Lionheads gehen in Menschenparks und machen sich einen Spaß daraus, die Menschen zu erschrecken. Ein grandioses Hobby, was die Sinne und den Körper wahnsinnig fit hält. Da rede ich aus Erfahrung. Jetzt reicht's mir! Kann jemand bitte das Licht wieder anmachen? Was soll das denn jetzt?